Das Ding ist, ich habe halt richtig Bock, jetzt Ada zu zocken. Und ich muss auch sagen, je länger ich spiele und rumprobiere, desto besser gefällt es mir. Allerdings sind die Server aktuell noch komplett am Abkacken. Wir haben Rollbacks, Crashes am Laufband, also richtig loszocken ist noch nicht. Jetzt habe ich mich hier versammelt, um für euch, beziehungsweise auch um für mich. Und ich weiß auch nicht, warum gerade hier die ganzen Bäume und so nicht da sind. Das ist nicht wegen Settings, zumindest war das gestern nicht so. Aber gut, so ist es. Und ich bin jetzt hier, um einmal zu testen, denn es gibt keine Headframes mehr. Generatoren wurden verändert. Turrets sind komplett crazy. Ich bin einmal jetzt hier, um für euch, beziehungsweise für mich zu testen, ob ich rausfinde, wie wir den Skeleton Tower in Arcor und den besten, geilsten Tower, den es gibt, der sich selbst supportet, den man entweder soaken oder komplett jede Foundation clearen muss, damit er fällt. Also im Umkehrschluss ein absolutes Biest. Das versuche ich zu bauen. In Arc 1 ging das ganz gut mit Headframes und so. Allerdings gibt es jetzt keine Headframes mehr. Deshalb gibt es eben auch den Skeleton Tower, so wie wir ihn kennen, nicht mehr. Und wir müssen jetzt mit den neuen Features versuchen zu arbeiten. Und genau das tue ich jetzt. Ich kann euch ja mal erzählen, das ganze Prinzip vom Skeleton Tower basiert darauf, dass der super schwer droppbar ist, weil der sich komplett, das fuckt mich gerade ab, dass ich denn die Bäume nicht sehe. Das Teil lässt sich super schwierig droppen und das liegt an ein paar Grundkonzepten in Arc und zwar unter anderem dem Foundation Support. Boah, die neuen Sounds, ey, wilde Möhre. Denn das Ganze funktioniert so, Beispiel. Ich baue hier eine kleine Brücke hin. Und sagen wir mal, ich habe hier ein Turret drauf und ein Raider kommt jetzt und der schafft es hier, das ganze Gerüst wegzucracken. Ich reiße es ab. Boom, nichts crasht. Und ihr fragt euch, wieso, als ob das so weit hält. Denn eigentlich ist es in Arc so, dass wir jetzt in Arc Survival Ascended drei Foundations weit von einer Foundation wegbauen können. Weiter geht's nicht, dann müssten wir wieder einen neuen Foundation Support bekommen. Sprich, ich müsste jetzt eigentlich hier zum Beispiel einen Pfeiler wieder runterziehen, der das Ganze stützt und kann dann wieder weitere drei in diese Richtung gehen und dann geht's wieder nicht. Das ist das Grundprinzip, aber jetzt guckt euch an, wie der magische Trick ist. Wir können das Ganze etwas tricksen, indem wir einfach Foundations hier weiterhin runterziehen, die dann unseren Support erweitern, sodass ich jetzt hier so weit bauen kann, wie als wäre hier eine Connection. Ja, man trickst also so ein bisschen. Natürlich, wenn ich das hier abreiße, dann crasht alles, logisch. Beziehungsweise man sammelt es ein, denn auch neu am Bauen, man sammelt jetzt Sachen ein, wenn sie aufeinander gestackt sind. Wenn ich jetzt ein Turret zum Beispiel hier hin tue und die Foundation aufsammle, bam, kriege ich ein Turret und eine Foundation. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Und das ist dieses Foundation-Support-Gedöns-Prinzip, das wir benutzen, um einen Tower zu bauen, der nicht fällt, selbst wenn man so gut wie alles wegballert. Und das Geile ist, solche Tower raidest du, indem du sie leer soakst. Klar, das wird immer gehen, so kannst du aber jede Base raiden. Oder indem du volle Action-Möhre-mäßig reingehst, mit einem Shadowmane reinjumpst, einer Old-Snow Orville reindivest, einem Desmodus reindivest, Stegos und Carbos mit einer Kaki in den Tower wirfst, mit Magma rumspuckst, also indem du halt so Taktiken machst, die jetzt aber gerade noch ziemlich viel disabled sind, weil wir nur die Islet haben und diese ganzen Creatures noch nicht existieren. Das bedeutet, ein Skelly hat einige Schwachstellen, die er hat, weggenommen bekommen, dadurch, dass eben nur Island jetzt aktiv ist und das will ich jetzt eben einmal ausreizen. Generell, das Bauen ist jetzt ziemlich nice, man hat ja nur noch eine Wand und kann jetzt mit R durchrotieren und kann hier die ganzen Sachen so einstellen, wie ich sie will. Und was ich gerade baue, ist der Cage. Das Ganze ist ein Gitter, das die Gegner davon abhalten soll, die Turrets, die in der Mitte dieses Konstruktes stehen, überhaupt erreichen zu können. Ja, denn wie kannst du Turrets wegmachen? Natürlich, indem du sie mit dem Raketenwerfer oder so wegsprengst. Und damit Leute gar nicht mit dem Raketenwerfer zu deinen Turrets kommen, baust du davor ein Gitter, wo ein Stego oder ähnliches nicht durchpasst. Und die Mitte baue ich jetzt auch, wenn ich das richtig sehe. Ist das die Mitte? Habe ich sie getroffen? Jo, das ist die Mitte. Denn in die Mitte kommt natürlich ein Generator. Und Leute, der Generator wurde verändert. Guckt es euch an. Generell mit Q kann ich Snapping disablen und so. Das ist schon cool, das Bauen. Ich kann den Generator jetzt hier placen. Jetzt kann ich, wenn ich Shift und Punkt drücke, in ein neues Cheat-Menü, das wir auch haben. Was heißt Cheat-Menü? Halt für einen Singleplayer. Da kann ich auf Ressourcen klicken, kann dann Gasolin eingeben, auf Gasolin klicken. Aber jetzt guckt es euch an. Ich schalte den Generator an und was sehen wir? Wenn wir uns die Reichweite anzeigen lassen, wir sehen, wir brauchen keine Kabel mehr. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber der Generator, auch der normale, funktioniert jetzt wie ein Tech-Gen. Er powert alles in einem gewissen Radius und das ist die Größe, die er mit Strom versorgt. Das heißt, wir wissen auch jetzt, wie hoch wir circa unseren Skelly bauen müssen. Gleichzeitig ist das hier für mich auch so ein bisschen Performance-Test, sage ich ehrlich, denn es hieß ja auch, dass Basen jetzt deutlich schneller reinrennen und das ist auch so. Ich habe noch einige Experimente gemacht. Guckt euch das jetzt mal an, ich fliege mal eben ganz weit weg. Klar, das ist jetzt noch keine fette Basis, aber ich habe den Eindruck, das funktioniert wirklich besser. Aber das werden wir noch sehen, wenn ich jetzt hier eskaliere. Ich halte auch die Frames im Auge. So, das ist jetzt einfach mal die Höhe, die wir nehmen. Und was wir jetzt tun, damit sich das ganze Gerüst, damit dieses ganze Gitter sich gegenseitig supportet und dass, wenn ich hier ein dickes Loch reincracke, hier unten, das nicht irgendwie komplett eincrackt, verbinden wir das Ganze jetzt oben mit einem Netz. Früher hat man das mit Headframes gemacht. Die haben dann alles connected
und gleichzeitig Schutz von oben gegeben, dass Gegner nicht einfach mit einem Stego oder irgendwas anderem in dein Tower rein diven und Turrets wegblowen können. Wie lösen wir das jetzt hier ohne Headframes? Und da kommen wir ins Spiel mit Pillans. Pillans kennt ihr aus Arc 1 auch. Kann man jetzt aber drehen. Und genau das machen wir, Leute. Und genau die Drecksau machen wir. Und connecten oben einmal alles. Ich habe auch keine Sorge an die, die sich fragen. Ich habe auch getestet. Das supportet auch. Das zählt als Support. Guck mal, da kommt meine Armee. Denn ich habe auch noch eine automatische PvE-Fight-Anlage gebaut. Aber das ist was anderes. Naja, wir haben jetzt hier alles connected. Ich muss auch sagen, das neue Bauen ist sehr, sehr geil. Und jetzt ist aber meine Überlegung. Hedgeframes früher waren 2x2 Foundations groß. Sprich, ein Hedgeframe früher hatte diese Größe. Theoretisch könnten wir jetzt also Pillar bauen, die genauso wie Hedgeframes in dieser Größe hier angeordnet sind. Ihr baut euren Tower auch. Also ich würde sagen, mindestens 14x14. Ich habe mir jetzt 16x16 gebaut. Sollte eine gerade Zahl haben, damit das alles rechnerisch aufgeht. Und dann ist eben jetzt die Überlegung, ob wir nur solche Gitter bauen. Hat den Vorteil, in der Tower wird dadurch nicht so viel geblockt. Denn wenn ich jetzt hier noch mich dazu entscheide, das noch feiner zuzubauen, dann wird mehr Space geblockt. Was eventuell, wenn ich jetzt irgendwie hier lande, ein paar Turrets blocken könnte vom Tower. Wodurch die Angreifer dann einen kleinen Vorteil haben. Deswegen weiß ich noch nicht. Ich werde gleich mal probieren, ob man mit einem Stego hier durchkommt. Ein Stego obendrauf haben wir. Und jetzt ist die Frage, ich denke, der passt, oder? Doch, 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 der passt. Wenn ich einbaue und dann die Mitte gehe, er macht automatisch alle dann im Kreis rum. Alter. Und sorry, dass das jetzt auch nur so ein Bauvideo ist, aber wie gesagt, die Server, es ist halt gerade einfach nicht wirklich spielbar. Guckt euch an, wie intelligent. Seht ihr das? Wie der da automatisch das einfach zum nächsten Snappo. Ich muss kaum mich anstrengen, hier irgendwie irgendwelche Winkel zu kriegen oder so. Und bevor ich hier irgendwie ein Feedback oder eine Kaufempfehlung oder sowas raushau, will ich einen PvP-Run gezockt haben. Stand jetzt, die Performance ist okay, wenn man eine gute Grafikkarte hat. Ist auf jeden Fall, also der Launch ist einer der besten, den sie hatten. Das muss man sagen. Es ist ein guter, guter Launch. Jetzt können wir dazu übergehen und hier das 2x2 zu bauen. Ja, theoretisch kann man halt so Spielereien machen und hier unten so eine Drehtür einbasteln, ne? Die kannst du mit E, zack, drupseln und dann kommst du hier so rein. Dasselbe, was wir oben getan haben, so ein Gitter einziehen, werden wir jetzt auf der alleruntersten Ebene, sprich hier tun. Und zwar wieso? Ganz einfache Erklärung. Wir sehen, wenn wir hier Balken hinbauen, hat man früher auch mit Headframes gemacht, machen wir jetzt mit Pillern. Ihr seht, das blockt mich auch, obwohl jetzt die Wände höher sind im neuen ASA. Blockt es mich als Spieler weg, als Stego weg. Sprich, ich komme hier einfach nicht rein. Selbst wenn ich hier die Double Doors wegmache, dann habe ich hier noch so ein komplettes Netz, wo ich nicht durchlaufen kann. Hindert einfach Gegner daran, zu den Turrets zu kommen. Ist extrem stark und schwer zu droppen. Ach und Leute, es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und ich hoffe, das wird sehr schnell gefixt. Wir platzieren so ein Ding. Wir stellen ein, dass die nach innen öffnet. Das ist mir random passiert beim Experimentieren vorhin. Random habe ich das gefunden. Guckt es euch an. Wie eine Mesh. Also kein Scheiß, das muss sofort gefixt werden. So, Herz allerliebste Freunde, ich habe das Game neu gestartet und guckt, jetzt sieht es wieder aus wie sonst. Jetzt sieht es gut aus. Warum war das eben so eine Scheiße, ey? Das dauert so lang, aber unteres Grundgerüst ist fertig. Ich habe gerade hier noch das Grundgerüst für den Core Tower gebaut, denn das ist es. Und daran kommen jetzt die Turrets. Jetzt haben wir das Problem. Früher gab es ja, wie gesagt, Headframes. Da ist der Headframes jetzt hier drum gehauen, Turrets drauf und gut ist. Gibt's nicht mehr. Sprich, wir haben jetzt die Möglichkeit aber dafür, Turrets auch schräg an Sachen dran zu setzen. Aha, da kommen wir zum Twist. Wir können Turrets freier placen. Wir können Turrets on the deck placen. Aha, was ist das? Aber nur, dass ihr wisst. Und da kommen Dimis Power Tricks ins Spiel. Denn ja, natürlich zum einen, wir könnten jetzt hier einen auf den machen und hier so Headframe-mäßig Pillar nach vorne ziehen. Allerdings blocken die gut die Sicht von Turrets, haben 6225 Leben. Warum nehmen wir nicht einfach eine Metal Double Doorway, die 10.000 Leben hat und wesentlich dünner ist? Also im Grunde genommen der bessere Pillar und bauen darauf Turrets und genau das tun wir. Und da habe ich mir jetzt was überlegt, guckt euch an. Und zwar bauen wir erstmal eins hoch, einen Ring um das mittlere Gedöns. Einfach auf die Pillar drauf, darunter muss nicht mal sein. Darunter könnt ihr machen, was ihr wollt, aber denkt dran, hier unten müssen Turrets hin. Übrigens, das mit dem Snappen ist so cool, ne? Du kannst so viele coole Sachen machen. Ich kann das auch disablen, dass ich freisnappen kann. Ich kann es jetzt, guck mal. Man guckt sich nicht mehr um, wenn man die Sachen dreht. Das Bauen ist eine cleane Drecksau. Hier unten müssen auf jeden Fall Turrets hin, weil ihr seht, die Pillar sind recht dick. Die blocken ein bisschen was, damit man es halt nicht runnen kann. Tech-Turrets hier unten auch vorballern. Einfach ein bisschen was hin. Vielleicht hier ein paar Beer-Traps oder so oder Geländer hier noch reinziehen. Keine Ahnung, denkt euch was aus. Und drunter auf jeden Fall auch ein bisschen Def hinhauen. Und jetzt aber kommen wir zum zweiten Trick. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, ja, und schreibt mir gerne. Ich bin da auch offen für jegliches, für alle Infos. Meine FPS cracken gerade ein bisschen, bin ich early. Aber ich habe mir gedacht, wäre es nicht geil, wenn wir Turrets jetzt einfach hier drauf stellen, einfach weil es jetzt geht. Das ging halt vorher nicht. Und wenn man sie jetzt gut placed, dann müsste jetzt noch ein Heavy,
wenn ein Doorway hier zerstört wird, noch auf dem anderen stehen, sodass man zwei Doorways auch zerstören muss, um die zu clearen. Und dann ist mir aber aufgefallen, okay, das können wir ja auch weiterführen. Und zwar an den ganzen Ecken. Jetzt gehen wir nämlich eins hoch und bauen hier jetzt. Das geht aber leider nur an den Ecken. Das geht nicht an das mittlere hier. Kann ich das nicht bauen. Aber placen jetzt an die Ecken einfach Double Doors. Und das machen wir dann auf jeder zweiten Ebene. Und jetzt kommen wir zum Clou. Darauf placet ihr einfach wieder Turrets. Aber es kommt noch. Es kommt noch. Passt auf. Und ich werde auch euch gleich zeigen, dass es echt schwierig ist, das hier rein zu cracken. Habe ich nämlich schon probiert. Ich habe das Ganze in kleiner nämlich schon alles getestet. Also ihr werdet gleich sehen, ich schieße da Rockets rein und so, wie das Ganze sich verhält, wie es crackt, ob es hält. Es kommen auch noch mehr Turrets, keine Sorge. Aber das, guckt euch das an. Ich finde das nicht schlecht. Für No Head Frames finde ich das nicht schlecht. Und die haben alle, ihr seht es einmal, dass das mir glaubt. Die haben alle Strom. Und jetzt können wir auch noch, das ist nämlich das Geile, unten an die Dinger Tech-Turrets placen. Ist das geil? Oh, wow. Natürlich haben wir jetzt hier kein Tech-Gen gerade. Ich werde jetzt hergehen und eh mal kurz einen Tech-Gen placen. Ihr seht auch jetzt, das Fuel hält noch 3 Tage, 9 Stunden. Das ist ziemlich cool gemacht. Ey, Leute, ganz kurz. Das Licht ist auch schon sehr geil. Boah, Leute, geil. Optisch arg in pervers, Junge. Ultra sexy. So, und ihr seht, die blocken sich auch nicht. Die hängen Köpp an Köpp. Das werde ich aber gleich auch noch testen. Und dann haben wir jetzt schon mal ein gutes Konstrukt, das aus allen Richtungen schießt. Also sprich, wenn ich jetzt hier bin mit meinem Stego, dann shooten die auch. Ja gut, wird jetzt wird halt geblockt, aber ihr seht es, ne? Von hinten die können hier noch ein bisschen durchshooten, die können hier durchshooten. Das ist sehr gittrig, löchrig, sodass auch die hinteren Turrets von der Seite auf diese Seite hier rüber schießen. Wie ihr welche Turrets wo placed, ist natürlich euch überlassen. Und dann würde ich auch noch immer abwechseln zwischen Tech und Heavy hier welche hinballern, sodass hier dann immer noch eine Line Turrets in der Mitte an dem Ding direkt hängt. Und wenn man möchte, ich tue es jetzt nicht, aber wenn man möchte, kann man natürlich hier auch noch, muss man dann vorher tun, das Ganze in sich supporten mit Pillern. Wollte ich jetzt nicht, weil die natürlich auch nochmal Sicht blocken. Aber das wäre so meine Grundidee für Space. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr es selber probiert habt, schreibt es gerne rein. Ich werde es lesen, ich werde es probieren. Turrets sind befüllt. Ich erstelle mir einen neuen Überlebenden, damit ich in einem gegnerischen Tribe bin. Turrets sind auch eingestellt auf Only Survivors und High. Und wie schnell rendert es rein? Ja, doch, doch, das rendert schon fast. Die funktionieren. Hier haben wir nochmal gut. Wir nehmen uns mal ein Stego mit 29 KHP. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ein 124er Sattel. Ist zum Testen, denke ich mal, völlig okay. Und dann renne ich jetzt einfach mal damit rein. Ich selbst bin unsterblich. Also ich gehe jetzt von den Tech-Turrets nicht drauf. Turrets müssten jetzt shooten, ja. Alter, Tech-Turrets! Sind die schneller? Bilde ich mir das ein? Bin jetzt nicht mehr im GCM, klar, ohne Mate Boost, ohne Imprint. Wobei, nee, Mate Boost habe ich nicht. Mache ich trotzdem jetzt mal einen Damage-Check. Kannst du natürlich die Heavys schon leer gesoakt haben. Ja, scheiße. Ich habe einige schon leer, leider, Jungs. Aber ihr seht, der Damage ist wie gehabt. Brettert mir gut das Maul weg. Brettert mir voll das Maul raus, yo. Yo. Guck mal, wie schnell das reinlädt. Ist schon juicy. Oh nein, sie funktioniert. Ich habe eine automatische Demo-Alarm-Spieler-Attackierfalle gebaut und die funktioniert. So, und hier seht ihr ein kleineres Exemplar, wo ich dasselbe Turret-Setup aber gebaut habe und versucht habe, mich schon mal reinzublunden. Ich kann euch sagen, das ist ein Krampf. Ich schieße jetzt einfach mal ein bisschen. Die Raketen, ich habe das Gefühl, der Splash-Damage ist irgendwie nicht mehr so krass. Genau kann ich es euch auch nicht sagen, aber man muss sehr viel abräumen. Es ist auf jeden Fall super, super ärgerlich. Und es wird dauern. Man hat noch diesen klassischen Skelly-Effekt. Selbst wenn ich jetzt hier die Seite wegräume, da hinten steht doch alles. Ich muss jedes Scheißding da einzeln wegholen. Und selbst wenn ihr seht, da cracken Sachen vom AOE, aber es steht halt der ganze Rest noch. Es ist nach wie vor jetzt hier 4 Rockets, dann kriege ich einen so ein Double-Door-Ding down. Das ist schon übelst ätzend, sage ich ehrlich. Also man muss noch nach wie vor extrem viel blowen, damit man den hier halbwegs wegkriegt. Das waren jetzt 20 Rocket Shots, wenn mich nicht alles täuscht. Also das hat halt, diese Konstruktion hat halt diesen Effekt von, du musst jedes Ding einzeln abballern wie ein Arsch. Ansonsten fällt der Tower nicht. Und das ist genau das Geile. Man kann jetzt noch oben auch eine Generatorbox machen, damit man doppelte Generatorpower hat. Und also Späßchen, so Feintuning und so überlasse ich euch. Aber das wäre mein neues Konstrukt. In dem Sinne, hoffe ich, habe es gefallen. Abonniert mich für bald ARK-PvP-Action hoffentlich. Sobald die Server gehen, bin ich drin. Ach, und an den einen, der gesagt hat, ich soll meine Fresse nicht mehr zeigen, weil ich hässlich bin. Ich bin wunderschön. Fick dich.